Und fordern wir Sie auf, binnen 4 Wochen Ihren vertraglichen Verpflichtungen nachzukommen und das Libretto der Oper Ein Deutscher in Neapel abzuliefern. Ein Deutscher in Neapel. Ein Türke in Italien. Eine weitere Frist wird nicht mehr eingeräumt, widrigenfalls Sie als Kontraktbrüchiger gerichtlich belangt zu werden Gefahr laufen. Hochachtungsvoll, Johann Nepomuk Racordi Verlag. Eine Oper soll ich schreiben, doch es fehlt mir noch die Handlung. Ist auch alles noch verworren, die Personen kenn ich schon. Ach, wie soll es sich entspinnen? Und wie soll mein Stück beginnen? Die Personen kenn ich schon, alle sind sie schon zur Stelle, die Soprane Bastinor, alle sind sie schon zur Stelle, die Soprane Bastinor, und ich stell sie ihnen vor, und ich stell sie ihnen vor. Eine Dame, sie ist hübsch, verwegen, unterhaltsam, aber sehr kokett. Ja, Fiorilla ist eine Dame, sie ist hübsch, verwegen, unterhaltsam, aber sehr kokett. Sie ist verwegen, nimmt's mit der Ehe, genau. Ja, sie ist hübsch, verwegen, eine tolle Frau. Dieser Herr ist ihr Verehrer. Dieser Herr ist ihr Verehrer. Don Narciso ist sein Name, sehr gefühlvoll, sehr ergeben, eifersüchtig, ohne Rechte, liebt ihr zärtlich und duldet stumm, hat das zärtlichste Bestreben, liebt sie und weiß nicht warum, voller Eifer hingegeben, weint er ihr sein ganzes Leben, liebt sie und weiß nicht warum, voller Eifer hingegeben, weint er ihr sein ganzes Leben, liebt sie und weiß nicht warum. Und dann kommt der Herr Gemahl, Signor Geronio, der Gemahl. Horoskopen will er glauben, weil ihm böse Zweifel seine Ruhe rauben. Ist Fiorilla seine Taube? Ist sie treulos oder wird sie treu ihm bleiben? Wird Fiorilla seine Taube? Wird sie treulos oder treu sein? Ihn betrügen, hintergehen. Dann tritt unerwartet Überraschung mit ins Spiel, für die Oper abgekartet und ist manchem hier zu viel. Wird das nicht ein Abenteuer, dieses Dreieck voller Feuer, Mann, Verehrer und die Frau? Wird das nicht ein Abenteuer, ein der Spaß ist ungeheuer, für die Dame so viel freier? Wird das nicht ein Abenteuer, kommt der Gatte um die Frau, Signor Geronio? Don Narciso und die Frau sind ein Dreieck voller Feuer, Mann, Verehrer und die Frau. Ja, wird das nicht ein Abenteuer? Ach, wie ist im Kopf das Flau? Im Kopf
ganz blau, im Kopf ganz blau, im Kopf ganz blau. Mit der Zigeunerin mein Stück beginnen? Eigentlich gar nicht übel, das wäre ganz ausgezeichnet, mal etwas anderes. Ich muss scharf überlegen, es genügt nicht über Fiorillas tolle Launen zu schreiben, das hat man oft gesehen von Poeten jeder Sorte, der dumme Alte mit seinem jungen Weibe. Ich werde beides jetzt vermischen. Der eifersüchtige Don Geronio trifft die Zigeunerin. Sie weissagt ihm die Zukunft. So entsteht die köstlichste Verwirrung. Das ist wirklich ganz famos. Oh, wie schön wird die Introduktion. Oh, wie schön wird die Introduktion. Immer fühlen wir uns heimisch auf den großen Wein. Bravo! Und wir leben aus der Fülle, ja, immer aus der Fülle. Herrlich! Von der Gruppe anderer Menschen, so sind wir immer froh. Das wird ein toller Tag. Ja, das wird ein toller Tag. Welche Introduktion? Ja. Welche Introduktion? Ja, das wird ein toller Anfang. Ja, das wäre ganz famos. Ja, das wird ein toller Anfang. Ja, das wäre ganz famos. Von der Dummheit anderer leben die Zigeuner niemals gern. Ja, das wird ein toller Anfang. Ja, das wird ein toller Anfang. Ja, das wäre ganz famos. Komm schon, Don Geronio, du bist darauf besessen, auf jedes Horoskop zu schwören. Da sind dir doch die Zigeuner sehr willkommen. Auf, Don Geronio, erscheine! Vertrauen,
wie man mit Geduld die Frauen und die Köpfchen seiner Weiber zu Verstand noch bringen kann. Zu Verstand noch bringen kann, zu Verstand noch bringen kann. Denn Fiorilla, meine Gattin, sie bedrückt mich, bringt mich oft zur Raserei. Denn Fiorilla, sie bedrückt mich, bringt mich oft zur Raserei. Denn Fiorilla, sie bringt mich oft zur Raserei. Bringt mich oft zur Raserei. Denn das Hirn von meinem Weibe ist aus solchem Teig geknetet, dass kein Astrolog sich auskennt, dass kein Astrolog sich auskennt, wo bei ihr der Wind herweht. Denn das Hirn von meinem Weibe ist aus solchem Teig geknetet, dass kein Astrolog sich auskennt, wo bei ihr der Wind herweht, wo bei ihr der Wind herweht, wo bei ihr, ja, wo bei ihr der Wind herweht. Wo bei ihr, ja, wo bei ihr der Wind herweht, wo bei ihr der Wind herweht. Lassen Sie sich prophezeien, lassen Sie sich prophezeien. Ach, da kommt schon angelaufen ein Zigeunerinnenhaufen. Sollen wir die Sterne fragen? Lassen Sie sich prophezeien, lassen Sie sich prophezeien, lassen Sie sich prophezeien. Hört ihr Weiber, steht die Haft her, nicht so eilig, es reine, sachte, 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 sachte. Als der Sonnenstein im Steinbock. Bin ich Ehemann oder ledig? Zeig die Stirne, bist ein Ehemann. Wie denn kann man sowas sehen? Ja, der Steinbock ist ein Zeichen ohne Seele. Das bedeutet, Vater, Vater, das bedeutet, wir sind Konstellationen, wir sind Konstellationen. Und was? Der Steinbock ist ein Zeichen. Verschafft euch mir vom Hals fort, verschafft euch mir vom Hals fort, verschafft euch mir vom Hals. Oh, Fiorin, ich erkenne, schon Zigeuner auf der Gasse. Reiz es weiter, mit deiner Tollheit, es ist bald die ganze Welt. Wir sind's alle, es ist bald die ganze Welt. Es ist Konstellation, alles wie arme Narren gehen. Alles mein böses Tier. Und verzieht euch nun von hier, lasst mich arme Narren gehen, lasst mich arme Narren gehen. Und verzieht euch, und verzieht euch, und verzieht euch. Fiorin, ich erkenne, Schutzgeulner auf der Gasse. Reiß es weiter, mit deiner Tollheit, es ist bald die ganze Welt. Es ist Konstellation, lass mich an den Narren gehen, 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 lass mich an den Narren gehen. Das kann ich gut gebrauchen. Die Zigeunerin passt herrlich in meinen Plan. Doch muss ich mehr von ihr erfahren. Erzähl mir, wo du herkommst. Wo ich herkomme? Ich bin in Kaukasus geboren. Welch Abenteuer führt dich aus deiner Heimat hier zu uns nach Neapel? Was ich erlebte, könnte ein Roman sein. Sehr gut. Du bist also aus einem türkischen Harem entflohen. Ich war nur Sklavin zu Haus. In der Türkei lebte ich bei Selim Damalek. All meine Leiden stammen nur von ihm. Das interessiert mich sehr. So höre, ich war im Teuer. Er versprach mir die Ehe. Eine Rivalin gelangst mich zu verleumden. Ich sei ihm nicht mehr treu. Wütend und verblendet befahl er mich zu töten.
nicht kommen, so kam ich zu Zigeunern, zu diesem Hafen. Da kommt mir ein Gedanke, dir zum Glück zu verhelfen. Wäre das möglich? Heut Abend erwartet man einen türkischen Prinzen. Er unternahm die Reise zum Vergnügen, er will das Land und die Sitten kennenlernen. Nur ganz wenige Tage bleibt er hier in Neapel. Vielleicht rührt ihn dein Schicksal. Und wenn er heimkehrt, könnte er dein Vermittler sein und dich mit Seelen versöhnen. Das wäre herrlich, doch scheint es mir schwierig, Zutritt zu finden bei einem Türkenprinzen. Lass mich nur machen, vertraue ganz auf mich. Nur seine Liebe gebe mir Frieden, wenn er auch grausam war. Ich lieb ihn immer, werd ich ihn lieben. Und wir schenken Blut.
seh ich endlich, dich seh ich endlich. Seid gegrüßt mir, Geliebte, Geliebte, Boden und Lüfte, ihr Blumen und Wogen, alles redet und lacht mich an. Ja, des Himmels und der Erde, Bella Italia, Liebling bist du. Ja, des Himmels und der Erde, Bella Italia, Liebling bist du. Welch ein schönes Kind, welch ein liebenswertes Mädchen. Auch die Türken, auch die Türken, sie gefallen mir. Schöne Mädchen hat Italien. Bitte bring, ihr mich näher, bitte bring, ihr mich näher, wird mir ein Vergnügen sein. Verzehren mich droht. Mein armer Kopf ist ganz verstört, daran ist ihre Schönheit schuld, weil sie diesen Brand in mir angebracht, der zu verzehren mich droht. Eure Hand an meine Hand. Ich lasse dich nicht mehr. Nein, ich lasse dich nicht mehr. Einen Türken zu mitnehmen, willst du Blumen von mir stehen? Solche Frauen zu verführen, welche Mädchen man nicht will, solche Farbe zu verzehren, welche Mädchen man nicht will, den man nicht will. Eine Frau, Frauen,
solches Traumverbüßt. Das entwickelt sich ja prächtig, richtig komisch ist der Türke und gleich entflammt für unsere Schöne. Da hab ich wieder eine Szene. Don Narciso, schon wieder in Liebeskummer. Ich war der Meinung, sie in Fiorillas Gesellschaft zu sehen. Ja, wir waren zusammen, doch sie verließ mich. Wissen Sie, wo sie hinging? Ich? Nein. Ich wette, Wetter weiß es und will's nicht sagen. Ihn plagt die Eifersucht. Lass einmal sehen, bietet sich hier wohl möglich eine neue Episode. O Flatterhafte, könnte ich dich vergessen? Ach, Freunde, kommt zu Hilfe mir und beratet mich. Ich bin ganz außer mir. Warum? Was ist geschehen? Was gibt es denn? An dieser Stelle sah ich meine Frau mit einem Türken. Ein Türke? Ein Türke? Oh, Falsche! In unser Haus verschwanden sie und trinken dort Kaffee. Oh, allen Türken auf der Welt möchte ich fluchen. Das ist ja herrlich. Da lässt sich was draus machen. In keinem Falle will ich in meinem Hause einen Türken. Schon gar nicht den Selim Damalek. Wie Selim? Das ist ja der Liebste der Zigeunerin, der sie als verstoßen. Sie hat es doch erzählt. Ja, diese unerwartete Ankunft ist die Lösung für mein Stück. Das ist ein Thema. Apollo, lass dir danken. Hier ein ganz verkalkter Alter, dein launenhaftes Weibchen und der Türke obendrein. Nein, etwas Besseres find ich nie. Hier ein Alter, ganz verkalkter, etwas Besseres find ich nie. Dein Weibchen voller Launen und der Türke obendrein. Nein, etwas Besseres find ich nie. Herr, was redet sie für Sachen? Und was gibt es da zu lachen? Wollen Sie sich lustig machen? Wie? Sparen Sie die Ironie! Wollen Sie sich lustig machen? Sparen Sie die Ironie, sparen Sie die Ironie! Wollen Sie sich lustig machen? Sparen Sie die Ironie, sparen Sie die Ironie! Buhlt der Türke um das Weibchen? Kommt der Hausfreund bald in Rage? Hat die Blamage, ist das nicht Dramaturgie? Ja, das ist Dramaturgie. Ja, das ist Dramaturgie. Was belieben Sie zu schreiben? Lassen Sie das lieber bleiben. Wenn Sie wagen, uns zu kränken, haben Sie es mit mir zu tun. Was belieben Sie zu schreiben? Wenn Sie wagen, uns zu kränken, haben Sie es mit mir zu tun. Was belieben Sie zu denken? Wenn Sie wagen, uns zu kränken, haben Sie es mit mir zu tun. Aber Herr, warum der Eifer? Aber Herr, warum der Eifer? Wissen Sie, was ich hier treibe? Aber nein, Sie wissen's nicht, nein, Sie wissen. Sens nicht. Eine Oper soll ich schreiben. Nun wird's eine Spielerei. Nun wird's eine Spielerei. Denn sie helfen mir dabei. Schreiben Sie nur, was Sie wollen. Aber keine Ihrer Rollen werden wir wohl spielen wollen. Weder ich noch meine Frau. Lassen Sie uns ungeschoren, nicht Geronia und die Frau. Nein, nein, keine ihrer Rollen, während wir wohl spielen wollen, weder ich noch meine Frau. Eine Oper soll ich schreiben, nun wird's eine Spielerei, denn sie helfen mir dabei. Ja, sie helfen mir dabei.
lasse sie in Frieden leben. Den Verehrer wie die Schöne, sonst erscheint doch auf der Szene. Ein geprügelter Poet, sonst erscheint doch auf der Szene. Sonst erscheint doch auf der Szene ein geprügelter Poet. Sonst erscheint doch auf der Szene. Sonst erscheint doch auf der Szene ein geprügelter Poet. Erster Aufzug, der Gemahl mit ihrem Freunde. Erste Szene, Gattin, Türke, Hausfreund, der Ehemann, Türke, Schreiber, herrlich. So ein Spaß macht erst vergnügt, wenn jeder jeden dann betrügt und eines sich zum anderen fügt, zum anderen fügt. Türke, wie sich eins zum anderen fügt, Gatte, wie sich eins zum anderen fügt. Erster Aufzug, erste Szene, erster Aufzug, erste Szene. Dieser Angezug von Staub, dieser Angezug von Staub. Lass den Dichter von dem Gatte, lass den Dichter von dem Gatte. Gute Freunde, Prügel für die gute Freunde. Erster Aufzug, erste Szene, erster Aufzug, erste Szene. Dieser Angezug von Staub, dieser Angezug von Staub. Lass den Dichter von dem Gatte, lass den Dichter von dem Gatte. Gute Freunde, Prügel für die gute Freunde. Sie sehen, Köln, 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 Köln. Erste Szene, dieser Acke zu verstatten, dass der Dichter Prügel kriegt. Dieser Acke zu verstatten, dass der Dichter Prügel kriegt. Erster Aufzug, erste Szene. Erster Aufzug, erste Szene, dieser Acke zu verstatten, dass der Dichter von dem Gatten und dem Freunde Prügel kriegt. Fast wäre ich ein Opfer meines Berufes geworden, aber das Stück ist gerettet, es geht weiter. Öffne dich, o Landhaus des Don Geronio, jetzt unseren Augen und lass uns die Wirkung der edlen Gastfreundschaft sehen, die einem Türken hier zuteil wird. Holla, bringt den Kaffee, nehmt Platz da. Bewundern sehe ich dieses Zimmer und diese Aussicht. Jedoch für eine Schönheit, wie sie es sind, bedarf es eines Tempels. Oh. Und der Schönste, der wäre bei mir zu Hause. Das ist sicher ein Harem. Sind alle Türken denn wirklich so eifersüchtig? Oh, wenn mir ein Kleinod, wie Sie es sind, gehörte, so müsste man die Eifersucht mir auch verzeihen. Denn ich liebe Sie mehr, als Sie es glauben. Hier den Kaffee. Ich danke. Und wie viel Stückchen Zucker? Welche feinen Umgangsformen, welch schöne Augen und welch Feuer in Ihnen funkelt. Woran denken Sie? Nur an Fiorilla. Wie viele Frauen hatten und möchten sie noch haben? Ich liebte nur eine, wollte keine andere mehr. Doch hier bei Ihnen muss an der Liebe ich mich wieder entflammen. Ach, wollten Sie die Huldigung belohnen, als einzige Flamme dann mein Herz bewohnen. Thank you.
Teure, meine Teure, auch ein Türke, wird das Kleinod, wird den Schatz, den gegraben, nicht vertauschen, nicht verkaufen, auch ein Türke hat Gefühl. Auch ein Türke hat Gefühl. Meine Teure, auch ein Türke wird den Schatz, den gegraben, nicht vertauschen, nicht verkaufen, auch ein Türke hat Gefühl. Auch ein Türke wird den Schatz, den gegraben, nicht verkaufen, auch ein Türke hat Gefühl. Sieh mal an, ei, da sind sie miteinander. Ach, was hab ich heute wieder zu ertragen? Sie erlauben. Darf ich's wagen? Wird es mir gestattet sein? Wird es mir gestattet sein? Wer erlaubt sich diese Frechheit? Oh, verzeihen Sie, es ist mein Gatte. Der Gatte, verschwinde, pack dich, aber, oh weh, was sind das für Sitten? Der Gatte, verschwinde, verschwinde, zu Hilfe, zu Hilfe! Sie verzeihen, er kam hierher, der arme Mönze zu begrüßen. Soll ich's glauben? Ei, gewiss, oh Gott, was seh ich? Diese falsche Glaube ist schon einig mit diesem Türken. Frage ihn, ob es erlaubt sei, ihn zu küssen. Ihn zu küssen, ja, das fehlt. Seine Füße. Ja, das fehlt. Das ist das. Seine Füße ihn zu küssen. Sie erlauben, ja, es soll sofort geschehen. Ich erstaune. Kann's nicht fassen, ich erstaune, kann's nicht fassen, dass Italiens ihre Männer mehr als Türken Söhne höflich sind, sie sind wahrhaft tolerant. Sie sind wahrhaft tolerant. Ja, 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 sie sind wahrhaft tolerant. Du wirst lustig, so ist recht. Der Verfluchte, das ist richtig. Ja, das macht mir riesen Spaß. Oh, die falsche lacht dazu. Ach, ich seh, ich bin verraten. Sie haben dich, mich verschwendet. Oh, das freut mich, die sind höflich. Du sollst platzen, wir sind höflich. Wir sind höflich. Wir sind wahrhaft. Und sind wahrhaft tolerant. Ihr Herz von mir gewendet, ist das ungetreu erkannt. Oh, das wird den Riesenstand. Ihr Verfluchte, das ist sie. Ja, das macht mir Riesenstand. Die falsche mich verbringen. Oh, das freut mich, du sollst platzen, wir sind weh. Und ist das ungetreu erkannt. Solche Kränkung, die können Sie ertragen. Was will er damit sagen? Gar nichts, gar nichts. Alle drei sehen zum Lachen. Gar nichts, gar nichts. Sie sind zum
heißt klug sein. Du Falsche! Oh, Verräterin! Nun bin ich aber müde, ich kann's nicht mehr ertragen. Nun bin ich aber müde, ich mache nicht mehr mit. Oh, Falsche! Nun bin ich aber müde, ich mache nicht mehr mit. Oh, Falsche! Nun bin ich aber müde, ich mache nicht mehr mit. Ich mache nicht mehr mit, ich mache nicht mehr, mache nicht mehr mit. Um dich allein zu sprechen, erwarte ich dich auch am Strand. Dort sind wir ohne Zeugen, es ist hier so riskant. Um dich allein zu sprechen, erwarte ich dich am Strand. Dort sind wir ohne Zeugen, hier ist es so riskant. Dort sind wir ohne Zeugen, hier ist es so riskant. Da kommen sie schon wieder, jetzt heißt es vorsichtig, heißt es vorsichtig sein. Was wir jetzt beschränken, wir wollen für das Lauschen, aber jetzt wird es beschränken, wir sind ganz nur vor, ja, aber jetzt wird es beschränken, wir sind ganz nur vor. Kann nichts Dümmeres unternehmen, als ein jüngeres Weib sich anzuhängen. Poet, hab ich Mitleid nicht redlich mir verdient. Hier musste ich sehen, wie sie schön tat dem Türken. Und diese Bestie wollte mir an das Fell. Bravo! Was sagst du? Ich musste ihn versöhnen, seine Füße musste ich küssen. Ja, das gab ein hübsches Terzett. Und obendrein noch kam dieser Narciso, dem ich schon lang nicht traue. Es ist mir verdächtig, dass er Fiorilla so stark den Hof macht. Eine Szene, ein Quartett der alten Schule. Was soll das bedeuten? Sprechen Sie deutlich. Verzeihung, ich erfinde im Geiste schon das Finale. Und was gedenken Sie Ihrer Frau zu sagen? Oh, wär das Weib gefügig, wie meine erste Frau es gewesen. Diese Blamage würde sie mir ersparen. Aber die, bei der hab ich nichts zu vermelden. Ja, leider, sie spielen den Pantoffelhelden. Der Poet hat gar nicht Unrecht. Ist die Geduld doch eine Tugend der Esel? Ich bin der Hausherr, ich habe in meinem Hause zu kommandieren. Oh, der Türke, oh, Narciso, fort mit den beiden. Schaut sie an, gar keine Spur von schlechtem Gewissen. Aber jetzt sollst du was erleben. Schimpfst du schon wieder? Ich brauche Ruhe. Ich schimpfe mit einem dummen Weibe, das launisch ist und verrückt spielt. Mit dem zu allem Überfluss, der Don Geronio verheiratet ist. Ich bin es müde. Ich bitte dich, mich nicht so anzuschreien. Oh, mein Kopf, ich habe die Migräne. Auch ich habe Migräne. Oh, ich leide. Was du zu leiden hast, das möchte ich wissen. Jawohl, durch deine Launen hast du unsere Ehe zerrüttet. Ich fürchte gar, du willst, dass ich krepiere.
die gleichen Gründe sind, die ich beklage. Denn auch du hast dich verändert. Gar nicht. Doch, der Beweis, du bist nicht mehr so zärtlich wie früher. Um der Dame zu gefallen, um der Dame zu gefallen, wie soll ich mich ihr denn zeigen? Immer musst du artig schweigen und nicht eifersüchtig sein. Immer musst du artig schweigen und nicht eifersüchtig sein. Wenn ich höre, musst du taub sein. Wenn ich sehe, das lasse ich lieber bleiben. Nein, das lasse ich lieber bleiben. Ich will hören, ich will sehen. Nein, du sollst mit ihnen bleiben. Hinter mir und Bruder gehen. Nein, du sollst mit ihnen bleiben. Hinter mir und Bruder gehen. Nein, das lasse ich lieber bleiben. Nein, das lasse ich lieber bleiben. Nein, das lasse ich lieber bleiben. Ich will hören, ich will sehen. Dunkle Blätter, Violine, weint mit mir.
Fiorillen, allen Frauen Fiorillina, Tassen jeden mit verrückter schon geboren. Mit Verrücktheit schon geboren, mit Verrücktheit schon geboren, bis zum Vater mit geboren. Das wäre ja schon beinahe der ganze erste Akt. Doch ein Akt, der macht doch keine Oper. Aber beinahe hätte ich die Zigeunerin vergessen. Sie und der Türke, das ist gut. Ich muss erreichen, dass sie zusammenkommen. Ganz einfach, jetzt trifft sich alles bei den Zigeunern. Vorbereitet, still das Meer, die Finde gut, still das Meer, die Finde gut. Harr ich ihrer, die mich begleitet, meiner Schönen heiß von Glut, harr ich der, die mich begleitet, meiner Schönen heiß von Glut, harr ich der, die mich begleitet, meiner Schönen heiß von Glut. Da ist der Türke und er erkennt noch nicht Zeina, Zeina, die frühere Geliebte. Die Zigeuner muss befragen, wie die Zukunft wissen will, wie die Zukunft wissen will. O Zigeunerin, lass doch hören, was versprechen die Planeten. Gott, die Stimme, und wie ähnlich mir erstarrt das Wort im Mund, mir erstarrt das Wort, das Wort im Mund. Jetzt wird er sie gleich entdecken, und er wird aufs Neue entflammen, wie das stets bei ihm der Fall, wie das stets bei ihm der Fall. Was verkündet denn mein Schicksal, kann dich fremdes Los erschüttern? Denn ich sehe dich erzittern, ja, ich sehe dich erzittern und dein Ort im Nass getaucht. Einst verleumdet
Stimme sollt ich kennen. Sag, wer bist du? Bist du selber meine Zaido? Ja, mein Seele, ich bin es, bin es selber. Ja, mein Seele, ja, ich bin es, ja, ich bin es. Ja, mein Herz, mein halbes Leben. Alle Schmerz ist abgefunden, ich will nur das Gefühl. Wie es scheint, hat er Fiorilla ganz vergessen, unser Herz. Alle Schmerz ist abgefunden, mich erfüllt nur das Gefühl. Und er hat sie in den Armen, der verspricht sich aufgespannt. Und er hält sie in den Armen, der verspricht sich aufgespannt. Muss sie nicht in Ohnmacht fallen, nach bewährtem Opfern stehen? Muss sie nicht in Ohnmacht fallen, nach bewährtem Opfern stehen? Ja, muss sie nicht in Ohnmacht fallen, nach bewährtem Opfern stehen? Ja, 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 ja. Alle Schmerzen, ja. Muss sie nicht in Ohnmacht fallen, nach bewährtem Opfern stehen? Ja, muss sie nicht in Ohnmacht fallen, nach bewährtem Opfern stehen? Um Gottes Willen, das geht mir ja viel zu schnell. Der Türke verdirbt mir mein Konzept. Wir brauchen doch eine Verwicklung und keine Versöhnung. Eine neue Eifersucht. Ich muss alle meine Figuren zusammenführen. Die Zigeunerin Fiorilla, den Türken Narciso und den Ehemann. Ausgezeichnet. Sie kommen schon. Bravo! Bravissimo! Es lebe die Liebe, das Feuer des Lebens, die Wonne der Herzen, die Freude der Welt. Die Liebe, sie lebe! Es lebe die Liebe, das Feuer des Lebens, die Wonne der Herzen, die Freude der Welt. Für eine schöne. Hier muss Fiorilla kommen, ja, die soll was erleben. Ach, ich habe sie verloren, die Zigeunerin, wo bist du? Oben tritt sie sie wieder. Holde Nymphe, Gottes ich. Oh, Fiorilla! Und diese Schlange! Eifersüchtig wird Zaida!
welche Freude, sie zu sehen. Und schon wieder ist eine andere. Diese falsche. Diese falsche. Verräter, verwirre, ich explodiere. Warte nur, warte nur. Thank you.
denn das nun weitergehen nach diesem nächtlichen Tohuwabohu? Eines steht fest, der Ehemann ist total erledigt. Er ruft mich um Hilfe an, ich hab ihn ins Café geschickt, dort soll er sich erholen, aber ich sehe schwarz, denn da kommt schon der Türke, jetzt könnt ihr was erleben. Die Gelegenheit war günstig, ohne lange zu suchen, sie hier zu treffen. Die Sache ist sehr wichtig, da geht's schon los. Was können Sie denn schon Wichtiges mit mir besprechen wollen? Das muss ich mir aber schnell noch notieren. Auf an die Arbeit, ich beginne. Ich höre. Dann nehmen wir doch Platz. Ist es schon lange, dass Sie Donna Fiorilla zu Ihrer Gattin haben? In Kurzem sind 6 Jahre. Ruhig, Geronio. Wenn Liebe überaltert, wird man sie endlich müde. So ist es, ich bin's müde, bin's wirklich müde. Und Ihre Ehe muss Ihnen eine Last sein. Das weiß ein jeder und fühlt's auf dem eigenen Buckel. Darum aus Freundschaft will ich gern Ihnen helfen, aus der Patsche zu kommen. Und auch du selber, um endlich Ruhe zu haben, du musst dich rühren. Ja, wollen Sie nun sagen? Also, ich höre. Alter Brauch bei Türken, und das geht alles ohne Advokaten. Und das geht alles ohne Advokaten. Fällt die Frau zur Last dem Ehegatten. Bietet er zum Kauf sie an. Fällt die Frau so las dem Gatten, bietet er zum Kauf sie an. Fällt die Frau zur Last dem Gatten, fällt die Frau zur Last dem Gatten, bietet er zum Kauf sie an. Dieser Brauch ist ausgezeichnet, in Italien ist es Sitte. In Italien ist es Sitte. Das vom Gatten harte Tritte. Solch ein Käufer haben kann, das vom Gatten harte Tritte. Solch ein Käufer haben kann, das vom Gatten harte Tritte, solch ein Käufer haben kann. Dieser Brauch ist auch nicht übel, doch nicht jeder wird ihn lieben. Besser scheint es mir, den zweiten als den ersten auszuüben. Und warum? Die alten Bräuche werden gern von mir gewahrt. Gern gewahrt, die alten Bräuche werden gern von mir gewahrt. Er ist wirklich nicht so albern, wie man ihn mir vorgespiegelt. Köpfchen, Köpfchen, sei beflügelt. Bleibe klug und bleibe hart. Köpfchen, Köpfchen, sei beflügelt. Bleibe klug und bleibe hart. Köpfchen, Köpfchen, sei beflügelt. Bleibe klug und bleibe hart. Bleibe klug und bleibe hart. Wo
Wollen Sie mir Fiorilla verkaufen, ohne dass wir zwei Männer uns rauben? Dann bekommen Sie Geld einen Haufen. Ich bezahle für Sie wie für drei. Drei, 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 drei. Ich bezahle für Sie wie für drei. Drei, 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 drei. Ich bezahle für Sie wie für drei. Ja, mein Türke im ganz alten Meinen. Meine Frau, die verkaufe ich an keinen. Mag sie es gut oder böse mit mir meinen. Meine Frau, die behalte ich für mich. Mich, 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 mich. Meine Frau, die behalte ich für mich. Mich, 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 mich. Meine Frau, die behalte ich für mich. Welch ein Dickkopf. Bedenken. Schon geschehen. Sie sind hitzig. Ja, hitzig. Und welcher? Ja, hitzig. Und welcher? Und welcher? Und Menschen. Einen solchen zertretalten Schädel hab ich niemals, noch niemals gesehen. Einen solchen zertretalten Schädel hab ich niemals, noch niemals gesehen. Einen härteren Schädel, einen härteren Schädel hab ich niemals erlebt. Hab ich niemals erlebt, noch niemals erlebt. Hab ich niemals erlebt, hab ich niemals erlebt, noch niemals erlebt. Noch nie erlebt. Ihre Antwort: Nein, ich will nicht. Eine Aussicht, eine Aussicht. Dir zum Ärger will ich sie haben, wenn das geht. Ich weiß ein Mittel, und das wäre, das wäre, sie entführen. Und anstelle zu bezahlen, und anstelle zu bezahlen, will ich allen etwas ballen, wenn ich euch die massakriere. Ja, ja, wenn ich euch die massakriere, wenn ich euch die massakriere, will ich allen etwas ballen. Und anstelle zu bezahlen, und anstelle zu bezahlen, will ich allen etwas ballen, wenn ich euch die massakriere, will ich allen etwas ballen, wenn ich euch die massakriere. Dabei wäre zu riskieren, dass der statt zu massakrieren, sie das böse Spiel verlieren, selber wird massakriert. Ja, ja, sie das böse Spiel verlieren, selber werden massakrieren, Spiel verlieren. Dabei wäre zu riskieren, dass der Staat zu massakrieren, sie das böse Spiel verlieren, selber werden massakrieren, sie das böse Spiel verlieren, selber werden massakrieren. Und mit einem langen Messer, und mit einem langen Messer, und mit einem langen Messer, ja, mit einem langen Messer, mit einer guten Flinte, ja, 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 und mit einem langen Flinte, ja, mit einer guten Flinte, zeig ich diese Fresse, ja, 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 zeig ich diese deutsche Fresse, wären in den Triumphier, mit einem langen Messer, mit einer guten Flinte, ich zeig dir die Fresse, wären in den Triumphier, zeig ich diese Menschen. Bald hätten die beiden sich erschlagen, dann wär's eine Tragödie und das Stück zu Ende. Da heißt es auf der Hut sein, Geronio muss ich warnen. Don Geronio, Don Geronio. Was ist los? Sehr viel ist los. Heraus damit. Eine kleine Entführung wird vorbereitet. Was sagen Sie? Das ist doch nicht möglich. Wie? Fiorilla will fliehen. Trotz meiner Liebe hat sie mich ganz vergessen. Auf einem Ball, den wir hier für den Türken arrangieren, wird ihre Frau maskiert erscheinen. Selim hofft sie zu überreden, dass sie ihm in die Türkei folgt. Was höre ich? Sie verlässt mich. Ich bin verzweifelt. So wisset, die Zigeunerin kennt die Geschichte ganz genau. Sie wird verkleidet als Fiorilla auf dem Ball erscheinen. Nun kommt der Knalleffekt, der tolle Geniestreich meines Geistes. Auch sie erscheinen heute Abend verkleidet als Türke. Und weiter? Und weiter? Dann können Sie doch unschwer Ihre treulose Gattin begreife, gelaufen und keine Zeit verloren. Oh, keine Sorge, der Letzte, der erscheint, wird Selim sein. Sie gehen inzwischen, besorgen sich das Kostüm und die Maske. Ich eile,
jetzt läuft es wie am Schnürchen. Jetzt bin ich im Bilde. Verstehe alles. Zu diesem Ball werde auch ich erscheinen. Treue Freundin, alles will ich versuchen, damit du mir nicht entfliehst, damit du nicht entfliehst. Die Treue wirst du mir bewahren, die Treue, die du gelobt hast. In dieser Stimmung eine Arie. Sag mir nicht die Hoffnung, o allbarmherzige Göttin, erhalte ihre Liebe und lass sie nicht entweihen. O allbarmherzige Göttin, erhalte ihre Liebe und lass sie nicht entweihen. Du darfst nicht die Treue verstoßen, die Tränen, die dir geflossen, lass nicht verloren sein. Thank you.
Liebe Fiorilla, warum so schwanksam? Sind Sie vielleicht mir böse, dass ich eben zu spät kam? Es umringten mich wohl 1000 Masken auf einmal. Hätten Sie sich nicht früher davon freimachen können? Es ging nicht, Verzeihung, Fiorilla. Oh, Verräter, ich komme dir auf die Schliche. Gib deinen Arm mir, wir wollen uns amüsieren. Sehe ich aus? Zum ersten Mal im Leben bin ich in einer Maske und auf dem Balle. Unglücksmensch Ceronio, sei verflucht alle Liebe und alle Heirat. Doch was sehe ich? Fiorilla ist schon wieder da und zusammen mit Selim. Und dort ist ein zweiter Selim zu sehen und mit ihm eine zweite Fiorilla. Das begreife nun, wer es kann. Welche davon ist wirklich meine Frau? Ja, das muss man, Zufall nennen. Meine Frau, ach, meine Frau ist nicht zu kennen. Nichts als Türken, nichts wie Fiorillen. Alle gleich, kann das sein? Nein, ich kann nicht dieses Land verlassen, nicht dieses Land verlassen, ohne dich mit mir zu nehmen. Ich kann mein Glück nicht fassen, mich zur Gattin wirst du nehmen, mich zur Gattin wirst du nehmen. Ach, Fiorilla, nicht erkennen. Oh, was mach ich, kann das sein? Geh mit mir in die Türkei, denn meine Gattin sollst du sein, ja, meine Gattin sollst du sein. Ja, das muss man Zufall nennen, meine Frau ist nicht zu kennen. Durch Zürgen und Fiorillen, alle gleich, kann denn das sein? Ja, das muss man Zufall nennen, meine Frau.
Frau ist nicht zu kennen, meine. Also, wir gehen jetzt. Nun werde ich versetzt. So gut, wir gehen. Ich möchte blind sein. So gehen wir. Halt, genau, halte, halte. Hier bleibt mir. Wer hat gerufen? Was steht zu Diensten? Wie kümmern Sie sich um Ihre Dinge? Das ist Geronio. Jetzt schnell von hinten. Oh, ich verstehe. Das ist mein Tante. Dein Hirn geblieben, nicht von der Stelle. Geht meine Frau her, sie ist dabei. Eine von beiden muss es das sein. Sein, ein, so leer sein, das ist ein Irre. Sein, ein, so leer sein, das ist ein Irre. Gib meine Frau her, gib meine Frau her, gib meine Frau her, gib meine Frau her. Eine bessere Handlung war wirklich nicht zu finden. O Mitwelt, du darfst mich bewundern. Das ist keine Oper, das ist das ganze Leben. O Donna Fiorilla, wie gut, dass ich sie noch sehe. Nun liegt's an Ihnen, und ich vertraue ganz auf Ihre Künste, der Sache eine neue Wendung zu geben. Das Maskenspiel ist nun zu Ende, und das Leben geht weiter. Sie müssen jetzt mit Ihrem Türken entfliehen. Halt! Was soll das heißen? Ich spiele nicht mehr mit. Ich hab mir's überlegt. Ich bin nicht das, wozu Sie mich machen wollen. Ich bin eine anständige Frau. Nein, diese Rolle mag ich nicht. Ich spiele nicht mehr mit. Und hier ist Geronio.
und weil ich bei ihm bleibe und ihm jetzt wieder treu bin, so werde mir gestatten, einen einzigen Verehrer zu behalten. Signor Narciso, der mich Was soll ich machen? Das geht ja alles gegen meinen Plan. Wie soll das Stück zu Ende gehen? Ich wollte doch die Verwicklung und einen dramatischen Schluss. So ist es ja wie in jeder alten Oper. Macht, was ihr wollt. Wenn wir nur endlich ein Finale hätten. Halt, ein Gedanke. Wir brauchen wieder den Hafen und Selims Schiff. Der Türke muss Italien wieder verlassen. Dass bei dir mein Glück ich gefunden, dank ich alle Tage dir, dank ich alle Tage dir. Zifferilla, Zifferilla, und die Eintracht mit dem ganzen Don Geronio. Dieses Ende meiner Oper kann mir gar nicht mehr gefallen. Auch dem Geld gefällt das Leben, wir verspielen manches Leben. Unserem Türken muss man danken, der uns diesen Spaß beschert. Deshalb heißt das Stück nach ihm. Und so scheiden wir in Frieden. Ja, so scheiden wir in Frieden. Nun muss eilig ich betreiben, das Finale neu zu schreiben. Diese Wende hat mir alles, alles auf den Kopf gestellt. Doch ich hoffe, dass meine Oper allen trotzdem gut gefällt. Die Hände, seid schnell mit Zorn.